Ich schätze denn nicht einmal einen Augenblick Zeit für mich. Hey Anna, komm mal ins Gehege. Heute geht nichts an mich drauf. Ich darf gar nicht dran denken. Wenn das wahr ist. Anna, du siehst doch. Ich kann mich ja kaum retten. Vor lauter Arbeit. Schorsch, wir kennen uns jetzt lang genug. Seit 30 Jahren sagen wir du zueinander. Na ja, willst du jetzt wieder sie zu mir sagen? Du weißt doch immer alles, was so in der Wirtschaft passiert. Passieren tut bei uns jeden Tag was. Ich meine doch, so hinter der Kulisse, so vertraulich. Anna, du wärst doch die Erste, der ich was sage, die wann hier was Vertrauliches. Also geh weiter, Schorsch. Dein Gebabbel, das regt mich auf. Ja, merkst du denn nicht, dass ich schon längst was weiß? Was dann? Dass die Liesel ihre Wirtschaft verkaufen will. Komm, Erna. Kannst du übertreiben. Das schwätzen doch für einen Blödsinn. Ei, was haben wir denn da in der Zeitung? Ein hübsches Inserat. Dazu werdet ihr euch ja wohl bekennen. Bauherr gesucht. Sanierungsbedürftiger Gebäudekomplex. 4000 Quadratmeter Grund. Konzessionierte Gastwirtschaft. Mich kannst du nämlich nicht aufs Ärmchen nehmen. Das ist your Ding. Ach, guten Tag, Frau Brückelbeier. Guten Tag, Frau Hempel. No, was ist denn los? Sie sind ja so aufgeregt. Sie denken immer, dass ich was gegen Sie habe. Aber mit einmal haben Sie recht. Seit heute. Habe ich was gegen Sie? Was reden Sie dann für ein Dummzeug? Warum sind Sie dann so aufgeregt? Nur bei derart Nachrichten soll man sich nicht aufregen. Das ist doch ein Affenschand. Was ist ein Affenschand? Dass Sie verkaufen wollen. Was will ich? Unser einer macht hier ja nur die Arbeit. Redet tut hier ja keiner, auch nur Sterbenswatsche. Ihr glaubt doch nicht, dass ich die Anlungs da reingesetzt habe. Das hat doch mit meiner Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Und mit was dann? Wenn ich mir die Frage erlauben darf? Vielleicht hat sich Anna damit nur einen Scherz erlaubt. Scherz erlaubt? Das ist nicht Lach. Aber ich weiß, an wen ich mich zu halten habe. Frikadellen. Später. Drei sauer gespritzte. Ach, eine Chance, wo bleiben wir unser Shoppen? Komm später, ich habe eine Reise. Ich habe Aachen, das war fies. Bitte? Noch ein, noch zwei. Komm später, habe ich doch gesagt. Nur warm Frikadelle. Bitte? Zwei bestellt. Ah, genießt bei der Hitze. Hier war 8 Frikadelle, bitte? Ich habe gar bestellt. Die wird jetzt Käse. Ich werde aber auch Zeit schaffen, dass du endlich kommst. Ich werde mich noch tot haben heute wegen euch. Das wäre aber schön. Wie meinst du das? Mein Riebschuss darf vergessen. Kannst mal die Buckel runterrutschen. Ist euer Tartar frisch? Kannst ja probieren, aber zahl vorher. So, später gibt's Essen. Und dann gibt's hoffentlich bald Regenwetter. Kann doch nicht fliegen. Schade. Das hätte ich sowieso nicht mitgenommen. Du wärst da nicht hochgekommen. Schorsch, zwei sauber, die Spritze. Ich dachte, die kommen gleich. Was war hier noch? Ja, jetzt geht's später, jetzt gibt's noch Essen. Hast du heute Abend schon was eingeplant? Klar. Was Festes? Und was du denkst? Wir gehen zu Dippenmess. Feuerwerk. Das ist zum verrückt werden. Alle müssen es auf einmal essen. Ringe dazu wollen sie auch noch. So, bitteschön, die Herrschaft. Sie hat ein Rippchen bestellt, gell? Und sie, ihr Würstchen, essen es schnell, sonst wird's wieder warm. Danke. Das machen hier drei Schoppe? Ja, ich hab einen. Ah ja, aber sind auch noch. Moment, ich habe schon kassiert. Ah ja, Entschuldigung, ich habe schon kassiert. Also drei Schwappen. Ja, was haben Sie gegessen? Also drei Suppe. Und jeder Suppe gehabt. Gut, hat es geschmeckt? Also der Schorsch ist heute wieder lahm. Dann werde ich helfen. Was war noch hier am Tisch? Hatten Sie nicht das Wasser vorher? Ja. Komm mit und schaffe darf man hier, wie man will. Schorsch, ich wollte dir nur helfen.
Ich sehe doch, dass du es allein nicht schaffst. Schaffst du es nicht mehr geschafft? Schaffe ich es auch heute. Dann ist es ja gut. So sind die Männer. Entweder haben sie den Kanal voll oder sie pflegen ihr wie Wege. Und wenn sie gesund sind, dann gehen sie auf den Fußballplatz. Auf keinen ist doch Verlass. Unser Vater Stolze hat ein wahres Wort gesagt. Es war damals im Mai. Selbst der beste Mensch, der diese Eiern ist, wenn er nicht von Frankfurt sei. Wo gibt's auf der weiten Welt noch mal ein Römerbäsch? Und wo noch mal ein Mar? Ja, mein lieber Freund, das haben wir alle bei uns daheim. Es will mir nicht in den Kopf, nein, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Denn es gibt paar Stadt auf der weiten Welt, die mir so wie mein Frankfurt gefällt. Wer nur einmal auf Frankfurter Mädchen geküsst und beim Äppelball glücklich gewesen ist, der stimmt gleich mit mir ein. Ja, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Ja, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Komische alte Lokal. Warum nicht reißen alles ab? Und machen alles neu. Das sage ausgerechnet Sie. Wo Sie doch alte Autos so gern haben. Oh, die Car kommt mit nach New York City. Haus nicht. Wer denn? Hey, do you like some white wine, madam? So gerade erst, was sagst du dann hier? Am Stammtisch ist doch frei. Ich habe noch was Geschäftliches zu bereden. Da. Sag mal, was ist denn eigentlich los bei euch hier und wer ist Frieda? Starkes Sturmtief von Westen. Die Frieda ist die Schwägerin von der Liesel. Und die kommt aus New York. Und deswegen spielt die Mutter verrückt. Ach so ist es. Ja, und warum die ganze Aufregung? Die zwei haben sich noch nie leiden können. Warum denn nicht? Die Frieda war mit dem Billionär verheiratet. Aber die ist so geizig. Du, die bückt sich nicht, weil sie Angst hat. Hinne reicht die Haut nicht. Schorsch! Ja? Komm doch mal her. Komm. Zwei Schoppe? Ja. Tja, wenn das so ist, meine für Millionäre aus dem Ausland, mache ich natürlich einen Sonderpreis. Wie müssen wir dann jetzt hier aussteigen? Hey, hey! Verdammt! Komm, komm, lass uns doch rein, wir werden ja ganz nass hier. Mich nur drei Pferde, dafür die ganze Aufregung. Oder willst du mich verkohlen? Als nur wie reinkam, hat er schon im Stehen eine Sitze gehabt. Du hältst ein Gosch. Oder du zahlst den Rest, und den du mich betuppen wollt. Hier wird's mulmig. Lass es gehen. Eure dicke Bäusch kommt hier nicht rein. Ich schreib ja alles auf, was du rausgibst. Ja, ich geh auch noch schon. Ja, gleich. Das ist vielleicht ein Doschenlanne. Mitten in der Großstadt. So Idyll. Die Mutter möchte am liebsten alles hier, was zum Haus gehört, so erhalten, wie es ist. Mit der Zeit ist das natürlich unrentabel. Aber der Grund und Boden, der ist ein Vermögen wert. Du als Architekt kannst dir das ja vielleicht schon mal klar machen. Schorsch!
dann bald mit den Limonaden fertig. Und das kleine Schildchen musst du noch mitbringen. Ja, wunder, wann einem alles wehtut. Also alles muss man da doch heute einmal sagen. Beweg dich doch mal auf diese Stelle. Ja. Sei doch nicht so lahm, Schorsch. Alter Angeber, das nächste Mal fahre ich wieder mit der U-Bahn. Was soll denn das heißen? Nein, er kommt heute mit seiner Braut aus dem Urlaub zurück. Von Griechenland. Kann denn der jetzt Griechisch? Na, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Noch ein Modonov. Ach, die geht ihm auf die Nerven mit ihrer Feierei. Hi, da kommt ja die Liesel. Auch Friedrich kommt gleich zu dir. Ja, Liesel. Egon, mein Wasserhahn in der Küche tröpfelt immer noch. Kriegst du da neuer Moll? Ich glaube, wie schön, dass ihr wieder zurück seid. Ich habe gehört, ihr wart im Alten noch unterwegs. Ja, ne? Sieht splendid aus. Danke. Ach, sie kommt wieder mal weiter. Da kannst du was drauf einbilden, die Mutter hier so rauszukommandieren. Aber du hast ja gerade wichtiges Geschäft vermasselt, weil du nicht warten wolltest. Das kostet was, du Lumpes. Man muss das nicht so wörtlich nehmen. Der Mann ist einfach ein Stück Infendant. Eine richtige, liebe, alte Watzelbürste. Du Philipp, ist mal wie der Hahn im Kopf. Wenn du Lust hast, kannst du einziehen. Ja, wenn du Zeit hast. Ja, geht's gut. Danke. So, Friedchen. Ja, Liesel, endlich kann ich dir mal den Oberamtsrat Kronenberger vorstellen, Frau Hempel. Freut mich. Ja, meinerseits. Bitte. Schau doch mal rein, trink ein Glas Wein und lass die Sorgen Sorgen sein. Du wirst dich freuen, es nie bereuen, bei dir bleibt keiner allein. Ja, bei Mutter Liesel sind wir zu Haus. Bei Mutter Liesel ruft jeder aus, es kann uns gar nicht besser gehen. Bei Mutter Liesel ist doch so schön, es kann uns gar nicht besser gehen. Bei Mutter Liesel ist schön, ja schön. Ich schon tanze? Wie stellt dir das vor? Na, einmal rechts rum, einmal links rum, ganz wie du willst. Na, komm.